Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal und heute sind wir schon im siebten Teil von dem PC-Building. Wir bauen meinen Gaming-PC 2.0, das hier ist ja das gute Stück in der Version, ja 1.0 sage ich quasi mal. Und jetzt habe ich einen neuen Rechner, bald dann hoffentlich auch fertig. Heute soll es um das gehen, was ihr hier schon hinter mir seht, nämlich haben wir einmal hier, beziehungsweise habe ich einmal hier die beiden ja, Netzteilkabel. Das Haufen, Wulst, Geschwür, es ist einfach so ein dickes Irgendwas. Die werden wir uns heute anschauen, werden die auseinander machen und die Kabel uns mal rausziehen, die wir primär brauchen. Zum einen seht ihr hier schon zwei Silverstone Premium Cables, also zwei Extensions, also zwei Verlängerungen. Und zwar für den EPS-Stecker. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wenn wir die hier rausholen, zack, zack. Haben wir hier einen unwichtigen Zettel, steht irgendwas drauf? Nö. Gut, das werden wir bei Kabel-Extensions auch groß verkehrt machen. Wir haben hier dann das Extension-Kabel. Ich zeige es mal kurz von nahem hier. Puff, puff. 8 Pin hier, 2x4 Pin da. Und dann sind hier natürlich auch noch 1, 2, 3, 4 Kabelkämme dabei, dass man das hier schön ordentlich gestalten kann. Dieses ganze Gekabel hier, dass es auch vernünftig aussieht. So in schwarz-weiß abwechselnd. Ich hätte auch nur schwarz nehmen können, aber dann hätte es sich ja fast schon gar nicht mehr gelohnt, weil, wo haben wir hier überhaupt CPU-Strom? Das hier sieht nach CPU-Strom verdächtig aus. Nee, was ist das? Das ist Dings. Gott, Hilfe, wo ist denn hier CPU-Strom überhaupt dran? Ich hab's gerade gar nicht auf dem Schirm. Hier haben wir VGA. Ist das alles VGA? Oder ist das auch CPU? Ich weiß es gar nicht. Ich muss gleich mal auseinander machen. Auf jeden Fall, ihr seht ja schon, wie die Kabel hier basically ausschauen. Es ist halt, ja, es sind schon nur so, es gibt hässlichere Netzteilkabel, vor allen Dingen, die dann so Ketchup-Senf-Farben sind. Naja, die sehen dann schon sehr, sehr bescheiden aus. Aber ich dachte mir, komm, so viel Wert will ich mir drauf legen. Ich wollte keine komplett weiß, weil das einfach nicht ins System gepasst hätte. Ich habe sonst kein Weiß oder so. Deswegen habe ich gesagt, schwarz-weiß finde ich eine sehr, sehr coole Kombination. Und da können wir dann eben diese Kabelkämme, die ihr hier nochmal seht, auch reinmachen. Hier kann man die schön erkennen. So, Papier in den Müll natürlich und auch direkt nochmal das zweite ausgepackt. Auch hier mal das Ganze nochmal am Start in beiden Versionen. Ich sehe sogar gerade hier ist noch so ein Draht dran, der beim anderen nicht mehr dran ist. Es kann sein, dass ich den schon mal abgemacht habe oder so. I don't know, keine Ahnung. Den packen wir mal beiseite. Aber jetzt ist dem einen oder anderen Sherlock vielleicht aufgefallen, hey, wir haben jetzt hier 2x8-Pin, beziehungsweise 2x4-Pin. Und hier oben auf dem Board habe ich ja, das seht ihr jetzt hier von der Distanz her nicht, aber ich zeige es euch gleich nochmal. Da oben am Board haben wir 1x8 und 1x4-Pin, beziehungsweise 1x2x4-Pin und 1x1x4-Pin. Wie machst du denn das? Naja, man kann, halt es sich auf der Seite tun, bei diesen coolen Teilen einfach die auseinander machen, zack. Und dann muss ich auch nicht beide nach vorne tun, und einfach nur eins anschließen, sondern ich kann nur eins nach vorne tun, muss nur eins anschließen und das andere kann ich hinten behalten. Dann sieht man das Ganze auch nicht. Dann habe ich natürlich aber den Nachteil, dass ich mit den Kabelklemmen ein ja, kleines Problem habe, beziehungsweise dass ich die eben dann nicht hundertprozentig so verwenden kann, wie ich mir das denn dann vorstelle, beziehungsweise so wie es halt eigentlich gedacht ist. Gespielt nur wieder zusammenkriegen. Ist unfähig? Ah ja, okay, andersrum. Dann haben wir neben diesen Kabel-Sleeves Silberseite. Das ist echt voll in dem Ding, ohne Scheiß, Freunde. Doch, bevor wir uns jetzt der Geschichte widmen, möchte ich noch zuallererst das Teil hier einbauen. Nämlich handelt es sich hierbei um die coole, nicht Capture-Card, Schnittstellenkarte, also USB-Karte. Und zwar hatte ich die ja schon mal ja, testweise, sage ich mal, drinne bzw. dran gehabt und wir gucken mal ganz kurz auf die rauf. Buff, buff. Wir machen den Chicken auf. Ich ist wieder fast nicht ab, wie beim letzten Mal. Lui. Und hier haben wir das gute Teil. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr schon, wie es hier aussieht. Ich zeige es euch nochmal. Trotzdem, falls ihr das Video nicht gesehen habt, im Übrigen sind auch alle Videos in der Playlist am Ende des Videos nochmal verlinkt. In der Endcard, hier haben wir SATA-Strom, hier haben wir USB Typ 3.0. Header und hier haben wir nochmal 5 USB 3.0 Anschlüsse, was also wirklich mehr als nur praktisch ist.
Wir haben auch noch dabei, das habt ihr noch nicht gesehen, ein Putztuch oder so. Okay, ganz praktisch, warum nicht? Und dann haben wir noch für eine Schnittstellenkarte, warum auch immer, ein User Manual USB 3.0 PCIe Card Series. Okay, okay. Die gibt es in einer 4-Port-Ausführung, einer 5-Port-Ausführung und nochmal in einer 4+1-Ausführung, also 4 Ports USB 3.0, 1 Port USB-C. Okay, Driver Installation, bla bla bla. Das ist das Ganze dann beschrieben, wie man das ansteckt, wie man das anschließt. Das ist schön und gut. Und hier haben wir sogar Driver Disk. Ich habe, glaube ich, seit, weiß nicht, Windows 98 gefühlt die Teile nicht mehr gesehen. Und als Windows 98 rauskam, beziehungsweise als der Nachfolger zu Windows XP auch rauskam, war ich noch nicht mal auf der Welt. Aber was soll's? Super geiles Teil. Auch dieses Gelb ist schon, lässt einen sehr, ja, sagen wir mal, modernen Eindruck zurück. Soll es aber nicht daran hindern, liebe Freunde, dass wir dieses super coole Teil. Manual, schleichtig, Tüte, schleichtig. Trotzdem jetzt einbauen und auch zuallererst anschließen werden, denn dann haben wir das schon mal weg. Stört auch nicht wirklich bei der Grafikkartenmontage, weil die eh ganz unten reinkommt. Insofern ist das okay, liebe Freunde. Nicht zu vergessen sind natürlich die Lee Unleashed Streamer Plus. Unlock your imagination. Und zwar ist das hier die 24-Pin-Extension-Variante. Die ist 200 mm lang. Und wir können das Ganze auch mal auspacken. Dann sehen wir das gute Schmuckstück hier auch schon. Tada! Man sieht es überhaupt nicht, weil es einfach nur ins Licht reinflasht. Deswegen hole ich das mal kurz aus der Folie hier raus. So, jetzt haben wir das gute Stück auch schon hier. Ihr seht schon, hier unten ist dann ein Kabel noch dran, was man so rum in das mitliegende Controller-Teilchen reinwerfen kann, beziehungsweise muss, damit es funktioniert. Hier haben wir auch noch so eine Art Kabelklemme, Kabelkamm besser gesagt, noch dran. Sieht man hier so ein bisschen, damit einfach das Ganze schön hier aneinander dran ist. Ich zeige es euch mal von nahem in die Kamera. Hier sieht man es ganz gut, dass das Ganze hier schön dran ist. Ich mache dazu mal einen kleinen Ticken dunkler. Ah ja, moin. So, Profi, zack. Wollte schon aufwaschen auf dem anderen Streamlink unterwegs. Daran muss ich mich noch gewöhnen an die zwei. Aber hier sieht das Ganze mal jetzt hin. Ja, nah und cool. Und wenn es natürlich leuchtet, sieht es noch am allercoolsten aus, meine lieben Freunde. Aber das packen wir erstmal beiseite, denn wie gesagt, zuerst ist die Extension-Karte hier dran. Dabei ist natürlich noch, das möchte ich euch nicht verschweigen, dieser Controller hier. Den nehmen wir mal aus der Tüte raus. Das ist ja so ein Controller eben. Wir haben hier eine M1, eine M2, eine S und eine L-Taste. Ich wusste mal, wofür die Teile stehen. Ich kann es euch im Moment aber gerade nicht sagen. Wir haben hier einmal VGA und MV draufstehen. MV ist das Kabel zum Motherboard und VGA entsprechend das, ja, für die Grafikkarte. Bei dem 3x8-Pin-Grafikkartenkabel ist auch nochmal eigen so ein Controller dabei. Da können wir dann lediglich noch das für die zweite GPU anschließen, liebe Freunde. Dazu kommt auch noch ein Kabel hier mit, welches ich hier nochmal geschwind raushole. Das sind zwei Kabel. Einmal, es sind drei Kabel. Einmal haben wir hier ARGB mit 3 Pins allerdings. Das könnte man dann, keine Ahnung, wo auch immer noch anschließen, an irgendeinen anderen Controller oder so, I guess. Und hier haben wir dann ARGB aufs Mainboard, also muss man nicht zwingend darüber steuern, kann man auch über ARGB am Mainboard machen. Allerdings gehen da natürlich einige coole Effekte verloren, die dieser Controller mit den Teilen von Haus auf kann. Aber das werden wir uns dann mal anschauen letzten Endes, wie wir das machen, welche coolen Effekte es da gibt. Das weiß ich im Moment noch nicht, wie ich das anschließen werde und wie ich das gestalten werde, aber da schauen wir mal, liebe Freunde. Wir haben natürlich auch noch ein SATA-Kabel, damit wir das Ganze, also diesen Controller, per SATA anschließen können. Ja, ich glaube, die Dinger kennen wir, also SATA-Anschlüsse an sich kennen wir mittlerweile ganz gut. Die dürften schon etwas gängiger sein. Wir schauen mal ganz kurz hier unten ran, wo wir hier was haben. Es wäre übel cool, wenn das beschriftet wäre. Aber das muss es, glaube ich, gar nicht sein, weil es hoffentlich nur in eins reinpasst. Nehmen wir das in zwei Pins, also muss es ins linke wahrscheinlich rein. Oder?
Ah, so sieht's richtig aus, I guess. Ja. Okay, so sieht's richtig aus. Das wäre eine 3-Pin-Variante. Das ist die 2-Pin-Variante, das dann wahrscheinlich in die Mitte rein muss. Also so. Das wäre dann für ARGB. Lasse ich aber im Moment erstmal noch abgeschlossen, solange wir es noch nicht brauchen. Und legen wir mal beiseite, liebe Freunde. Also wir können den Controller dann schon mal soweit mit zur Seite legen, genauso wie das Kabel. Hier ist aber, glaube ich, noch was drin, oder? Naja, noch ein bisschen Papierkram. Streamer Plus. Instructions. Okay, okay, okay. So, ich hätte das ein Ding nicht wegschmeißen sollen für die Kabel eigentlich, aber ist auch egal. Ansonsten ist das Ding leer. Nein. Das Teil brauchen wir ganz dringend, Freunde. Ich würde sagen, wir schnappen uns den Rechner hier auf den Tisch und bauen als erstes mal das Schmuckstück hier ein. Let's go. So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon mit dem Rechner hier auf dem Tisch. Und jetzt müssen wir ganz kurz nachdenken. Hier oben in den obersten ersten PCI Express 4.0 Slot kommt natürlich die 3080 Ti rein. Keine Frage, ist eine Triple Slot GPU. Das heißt, ihr braucht 1, 2, 3 Slots vom Platz her. Danach kommt hier in den zweiten PCI Express 4.0 Slot die GTX 1060. Und auch die braucht 1, 2 Slots, also 1, 2, 3 plus 1, 2. Und dann bleibt nur noch einer hier unten übrig für den untersten großen Slot. Also wir können leider nicht in den oder den hier von den kleinen rein, sondern wir können nur hier unten rein. Das bedeutet, wir machen den unteren Slot. Okay, eher auf, können wir uns eigentlich sparen. Ich mache ihn trotzdem mal obligatorisch auf, auch wenn es nichts bringt, beziehungsweise wenn man es hier überhaupt nicht braucht. Wir nehmen die Schraube an der Seite raus, damit wir auch hier die Karte reinkriegen. Und dann nehme ich nochmal geschwind ein Licht zur Hand, dass ich hier noch ein bisschen was sehen kann. Jetzt muss ich aufpassen, ich kann das nicht, einfach nicht mehr hier oben hin magnetisieren, weil da oben jetzt die LEDs dran sind. Das ist natürlich etwas ungünstig und hier vorne sind die Teile nicht magnetisch. Das ist auch ein bisschen uncool. Also packe ich es halt mal hier seitlich ran, dann sehe ich zumindest schön was. So, die Karte kommt dann einmal so rum hier obviously rein. Und ich gucke mal, dass das Ganze passt. Slothöhe ist hier. Reinstecken in den Slot. Schrauben das Ding schön rein. Und dann können wir das Teil auch direkt anschließen, denn wir haben hier unten ja schon alles bereitgelegt. Wir haben hier einmal den SATA-Port. Ich zeige es euch nochmal kurz. Wir haben hier einmal SATA, sage ich schon, USB 3.0. Und wir haben dann hier daneben noch einmal, wo ist es hier, den SATA-Stromanschluss. Jetzt überlege ich gerade, SATA ist da hinten, also muss das auch zuerst ran. Das hat die Ecke hier drüben, also habe ich das auch schon passend dahin gelegt. Da habe ich mal wieder sogar mitgedacht, ausnahmsweise. Was nicht allzu oft der Fall ist, aber okay, das freut mich. Ja doch, die Karte ist aber auch stabil drin. Das Slot machen wir natürlich wieder zu, damit alles ordentlich ist, muss los. Und dann können wir jetzt noch 3.0 anschließen. Da ist der Totpin, wo ist der? Oben rechts, der ist auch hier oben rechts. Also auch das liegt völlig richtig rum hier, was schon echt insane geisteskrank ist, liebe Freunde. Es sieht alles gut aus. Also lassen wir das auch so. So, liebe Freunde, jetzt wird es auf der Vorderseite schon schwierig, denn wir müssen jetzt mal nach hinten und uns um diese Teile hier kümmern. Wo ist es? Hier ist es. Netzteil. Denn wir machen einfach mal das erste Päckchen auf und wir schauen mal rein, was wir hier alles haben. Nummer 1 ist mal ganz schwer verdächtig. ATX Main Connector. Das hier gehört ins Netzteil, das hier aufs Board, 20 plus 4 Pin. Dann schauen wir noch, was haben wir hier noch? Das ist, ach du heilige Scheiße, Molex Adapter. Weg damit. Molex im Jahr 2022 muss ganz dringend groß, liebe Freunde. Dann haben wir hier noch SATA. Ich würde sagen, mit dem Mainboard fangen wir an und dann drehe ich das Teil noch geschwind rum. Aber wir brauchen auch noch CPU-Strom. Wir müssen schauen, was wir hier noch am Start haben. Und das sieht doch schon mal gut aus, was ich hier direkt raushole. Genau. P8 haben wir hier und CPU 1, CPU 2, P4, P8. Das ist genau, was wir brauchen. Das andere sind dann alles VGA-Kabel. Da schauen wir mal ganz kurz, was wir hier Angebot haben. 3x8 Pin brauchen wir für die eine Karte und für die andere Karte brauchen wir nochmal 1x8 Pin. Also können wir das VGA-3-Kabel sogar weglassen. Das ist ganz cool. Damit brauchen wir nur die beiden hier. Das ist ganz nice soweit, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, ich drehe rum, wir schließen ab. Let's go. Und wie man schon unschwer erkennen kann, ist hier recht viel los. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass ich mit diesem Klebepad hier das Teil festkleben werde. Und das werde ich auch mal ganz gut machen.
schnapp mir zuallererst mal das Mainboard, Fragezeichen. Nee, ich schnapp mir sogar zuerst die beiden CPU-Kabel, weil die kann ich schön da hinten hochführen. Die können da unten angeschlossen, genau. Dran gemacht und ich werde es jetzt erstmal vorne anschließen bzw. anstecken, damit ich das Ganze dann noch natürlich etwas besser ausrichten kann. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal direkt beide Sleeves mal festgemacht und das Ganze jetzt hier mit den Kabelkämmen gemacht. Ich muss sehr viel nochmal abmachen und habe auch direkt schon CPU 1 P4 hier am Start, liebe Freunde. Hier haben wir jetzt den P8er und hier haben wir jetzt den P4er in P4 und P8 aufgeteilt. Das ist CPU 1, CPU 2. Das Ganze so gemacht, dass ich das andere hier einfach in so einer Schlaufe dran gemacht habe. Und hier links ist dann so ein bisschen das, was vorne übrig bleibt. Ich habe das schon gerade gezogen und habe einfach durch, dass ich hier vorne keine Kabelkämme ranmachen kann. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Hier oben, ja, ein bisschen sieht man es ganz schlecht. Einfach diese vier Pins oder diese vier Sleeves mit dem Kabelkamm an den anderen 8er daneben befestigt. Vorstellen. Das habe ich hier gemacht, das habe ich vorne gemacht und das Ganze sieht echt super, super clean aus, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr gut. Womit geht es denn weiter? Ich würde sagen mit SATA oder Mainboard. Wir haben beides noch offen. Ich würde mich mal zuerst tatsächlich um das Mainboard kümmern, denn SATA fliegt am Ende da ganz viel unten drin rum und da müssen wir recht viel verstauen. Deswegen hätte ich mit diesem geilen Kabel hier weitergemacht. Das muss hier ans Board und hier ins Netzteil. Deswegen stöpseln wir das nochmal direkt an ins Netzteil. Den VGA-Anschlüssen wird dann nochmal so eine eigene kleine Challenge für sich, daran wirklich vernünftig heranzukommen, liebe Freunde. Wir brauchen jetzt aber dieses Kabel hier, denn da gehört, lass mich schauen, die Seite definitiv nach vorne, logisch, das mit dem Kabel nach hinten. Und da müssen wir dann auch mal auf die Vorderseite gucken, wie wir das Ganze da vorne denn befestigen. Aber das werde ich selber ganz kurz geschnitten machen, weil, also ich werde es euch von vorne zeigen, keine Angst, aber ich möchte den Rechner nicht jedes Mal rumdrehen, weil das mit dem Kabelgekram hier recht schwierig immer ist, aber ich stecke das mal hier so vorsichtig nach vorne und guck mal, wo das auf der anderen Seite rauskommt. Und dann kommt das sogar passend daneben raus. Die eigentliche Challenge ist, das Kabel so rumzudrehen, dass es da rein geht, wo es rein soll. Da habe ich auch schon befürchtet, dass das sehr schwierig wird. Bin sehr zuversichtlich, okay, es steckt soweit schon mal, das ist gut. Bevor ich das vorne endgültig festmache, möchte ich mal hier hinten dieses gute Stück anschließen. Wie rum? Hier rum, so rum also. Okay, das sitzt schon mal, damit es einfach nicht nach vorne abrutschen kann. Und ich mache das mal da vorne ganz kurz. So, und jetzt habe ich es vorne eingesteckt. Ging sogar verhältnismäßig einfach. Also sagen wir so, das Kabel einzustecken habe ich nicht so lange gebraucht wie für die da oben. Lell, den Controller haben wir jetzt noch am Start. Und hier gehört dann dieses Käbelchen auch rein. Passt und sitzt. Legen wir mal hier zu den ganzen Controller dazu. Also man muss auch schon mal ehrlicherweise hier sagen, wir haben den Commander Pro, Commander Core, Note Core, Note Pro und ein so ein Kästchen und es kommt noch so ein zweites dazu. Ja, ja, das wird viel Kabellage. Ich meine ja nur. Jetzt haben wir wieder ein SATA mehr rumfliegen. Yippie-yay. Ich werde aber mal ganz kurz das Ganze überlegen hier, wie ich das gestalten werde. Denn ich kann ja noch nicht alles hier reinstopfen und schauen, welche noch unten an die VGA-Anschlüsse rankommen muss. Deswegen habe ich die mir mal ganz kurz. Das hier sind meine ganzen VGA-Kabel. Also nicht VGA-Kabel, Jul, weiß ja nicht, dumm, Mann, das ist kein VGA-Kabel, aber naja, VGA-Stromkabel so gesehen. Das heißt, wir haben hier VGA-1 und jetzt muss ich gucken, dass ich da schön unten rankomme, aber das sollte, denke ich, gehen. Den Commander Core ranzumachen. Ich glaube, das mache ich auch mal geschwind. Mache ich einfach mit Drähten ran, denn da habe ich zwei lange. Das mache ich mal ganz kurz. Einen Moment. Also, ich habe jetzt mal hier ein bisschen Kabelmanagement betrieben, habe hier überall ein bisschen was zusammen gemacht. Also, ich habe hier jetzt ein bisschen Draht drum gemacht. Ich habe da oben schon mal Draht drum gemacht. Habe jetzt auch den Commander Core hier fest schon mal ran gemacht. Habe hier das Ganze schon mal zusammengedrahtet, so
soweit, so gut. Denn ich möchte jetzt mal als allererstes, beziehungsweise direkt als nächstes, etwas machen, was ich auch schon länger machen wollte. Nämlich ist hier unten hier dieser RGB-Controller von Case. Und hier ist noch das, die Note Core. Nein, nicht Note Core, die Note Pro, sorry. Das ist sehr verwirrend, wenn man alle vier Geräte von Corsair drin hat, bis auf die Core XT. Die habe ich jetzt nicht, aber muss auch nicht. Sagen wir es mal so, muss auch nicht, liebe Freunde. Ich möchte noch diese Note Pro gerne hier unten draufgeklebt haben. Dann kann das Kabelchen nämlich so lang geführt werden, das passt okay. Denn ich musste unten an die SATA-Anschlüsse rankommen und das kann ich sonst nicht, denn hier war ja so Klebematerial dabei. Da waren zwar selber nur so zwei kleine Streifen dabei, aber die waren, glaube ich, irgendwie beim Commander Pro oder so dabei. Und da nehme ich lieber so eine große Klebefläche. Kleber ist wirklich astrein gut. Also das ist wirklich der beste Kleber, den es meiner Meinung nach einfach gibt. Beste Klebepads. Deswegen auch hier merkt man, dass Corsair auf Qualität setzt. Die ganzen Kabel müssen hier alle noch verstaut werden und verstaut sein auch. So, dann haben wir das Ganze nochmal etwas angepasst, meine lieben Freunde. Und damit würde ich sagen, soll es das aber jetzt auch schon vom heutigen Video gewesen sein, denn meine Aufnahme ist schon über eine Stunde. Mal gucken, wie viel ich davon als Zeitraffer eventuell mache. Also wundert euch nicht, wenn ich während der Zeitraffer rede. Ich habe einfach das Ganze währenddessen zugelabert, habe mir ein bisschen vor mich hingeredet, auch teilweise. Da werde ich dann viele Geschichten einfach als Zeitraffer machen. Lasst euch davon einfach nicht stören. Genießt ein bisschen die Zeitraffer mit der Musik im Hintergrund. Und apropos Musik, ich habe gesehen, im letzten Video wurde mir ein Soundtrack geclaimed, der eigentlich nicht geclaimed sollte, dürfte, wollte, hätte, könnte. Ich habe den in so vielen Videos auch schon benutzt und wurde noch nie geclaimed. Mir aber soll es egal sein, denn ich räume jetzt hier wieder ein bisschen auf und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Im nächsten Part machen wir folgendes. Wir schließen SATA noch an. Ich habe gerade mal durchgerechnet, dass ich mit drei SATA-Kabeln zurechtkomme und das würde ich nicht brauchen. Dann werden wir SATA anschließen, SATA noch ein bisschen da unten verstauen und dann auch schon die Grafikkarte einbauen, liebe Freunde. Also das wird noch im nächsten Part passieren. Auspacken muss ich sie nicht, sie steht ja schon da drüben. Dann kommt hier schon eine Grafikkarte rein. Und ich bin geisteskrank gespannt, liebe Freunde, an der Grafikkartenhalterung festmachen. Und dann geht's auch so richtig die Post ab. Ich habe heute im Übrigen auch, also heute ist es der 8.1.0:52 Uhr, ich habe heute eine E-Mail bekommen, dass ich mein Kabel bald bekomme, also mein D&D Streamer Plus 3x8-Pin für die GPU. Das Kabel kommt die nächsten Tage an, habe ich bei Case King bestellt, habe von denen jetzt eine E-Mail bekommen. Gut, das Kabel kommt an, freut mich extrem. Aber jetzt würde ich sagen, bei dem Freunde, Licht aus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao, Leute.